Lockdown beschlossen wurde. Das war vor 6 Wochen. Corona, Corona, Corona. Jeden Tag Meldungen, jeden Tag Falschmeldungen, jeden Tag komische Demos. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra. Heute geht es um den Wald. Ja, Corona hat auch was mit dem Wald zu tun. Ohne Essen kommen wir Menschen ungefähr 40 Tage aus. Ohne Wasser etwa 4 Tage. Ohne Luft höchstens 4 Minuten. Ohne Sauerstoff also. Pflanzen produzieren Sauerstoff, Bäume, Wälder. Wir wissen, wie wichtig der Wald ist. Wir wissen, wie es dem Wald geht, nämlich schlecht. Wir wissen, woran das liegt, am Klimawandel. Und wir wissen, was man dagegen machen kann. Wissen wir seit den 70er Jahren. Wir sehen jeden Tag Bilder von Waldbränden, von toten Bäumen, von Borkenkäfern und von aussterbenden Tier- und Pflanzenarten. Ist alles bekannt. Ich kann es mir irgendwie überhaupt nicht mehr angucken. Und es gibt irgendwie fast keine guten Nachrichten mehr über den Wald. Und ich frage mich, gibt es vielleicht mal was Neues? Das hier ist kein Wald, das ist eine Holzplantage. Selbst wenn die Bäume gesund wären, der Boden ist so gut wie tot. Es gibt nichts zu fressen und keine Nist- und Schlafplätze für Vögel und andere Tiere. Die Fichten bilden nur flache Wurzeln, entgegen ihrer Natur, zum Teil durch den Beschnitt in der Baumschule. Damit können sie sich nicht festhalten in der Erde und fallen im Sturm reihenweise um. Das Buffet ist eröffnet für den Borkenkäfer. Schnell wird dann alles abgeräumt, damit der Borkenkäfer sich nicht weiter ausbreitet. Aber auch, weil der deutsche Waldbesitzer und Förster es gern ordentlich und aufgeräumt hat. Und dann werden wieder Fichten angepflanzt. Die nächsten Stürme hauen die wieder um. Immer öfter kommen die Stürme. Und wieder werden Fichten gepflanzt und so weiter und so weiter. Die Fichte wurde aus Skandinavien eingeführt, weil man schnell wachsende, gerade Stämme haben wollte. Wenn man sich ihre Form so ansieht, die funktioniert wie ein Regenschirm. Wasser und Schnee fließen ab, weg vom Stamm. Ideal für ein Klima mit langen, nassen Wintern. Die Eiche dagegen streckt ihre Äste wie einen Trichter nach oben, sammelt Regen und Licht und leitet es zum Stamm hin. Genauso machen es auch die Buchen und andere Laubbäume. Warum, frage ich mich, pflanzen die keine Eichen und Buchen, wenn die besser mit unserem Klima und dem Klimawandel klarkommen? Wegen des Profits? Wenn die Bäume alle paar Jahre im Sturm umfallen und gar nicht erst erntereif werden? Das ist doch ein reines Verlustgeschäft. Sollte man meinen. Die Holzindustrie sieht es anders. Die will Nadelholz, Nadelholz, Nadelholz. Weil die Sägewerke darauf eingestellt sind? Weil sie die Maschinen, die sie jetzt haben, in 80 bis 100 Jahren noch benutzen wollen? Weil Nadelholz sich am besten eignet als Bau- und Industrieholz? Diese Eichenbalken sind über 600 Jahre alt. Soll dann immer alles kaputt gehen und dann weggeschmissen und wieder erneuert werden? Man fragt sich, ginge das nicht auch anders? Nach den großen Stürmen in den 90er Jahren war viel die Rede vom Waldumbau. Es wurde mit Baumarten experimentiert, die vielleicht besser für den Klimawandel geeignet sein würden als die Fichte. Wie hier, im Klimawald vom Waldlabor im Westen von Köln. Na und dann, im Sinne vom Waldumbau, hat man sogenannten ökologischen Mischwald angebaut aus Fichten und Douglasien. Das sah auch am Anfang ganz gut aus. Die Douglasien hatten keine natürlichen Feinde hier. Sie wuchsen gut, aber mit dem weltweiten schnellen Warenverkehr heutzutage kamen die sogenannten Schädlinge dann auch doch irgendwann, hatten wiederum hier keine natürlichen Feinde und konnten sich schön ausbreiten. Seitdem wir Wohllebensbücher gelesen haben, wissen wir, ein Wald ist eben nicht nur eine Ansammlung von Bäumen, sondern ein eingespieltes und fein aufeinander abgestimmtes System von Lebewesen, die sich gegenseitig brauchen. Die Kleinstlebewesen im Boden zersetzen zum Beispiel das Laub, das im Herbst runterfällt, zu Humus und stellen den Bäumen damit wiederum Nährstoffe zur Verfügung. Und die Kleinstlebewesen, die hier leben, die können mit Douglasien einfach nichts anfangen und verhungern. Man kann die Arten nicht einfach austauschen. Wer Douglasien anbaut, zerstört die Vielfalt und das Zusammenspiel der Biosphären. In Belgien ist es inzwischen verboten, den Anbau von Douglasien zu empfehlen. Wikipedia schreibt, Zitat, der IPBES-Bericht nennt als Gründe für das aktuelle Aussterben in der Reihenfolge ihres Ausmaßes den Verlust von Lebensraum, Veränderungen in der Landnutzung, Jagd und Wilderei, den Klimawandel, Umweltgifte sowie das Auftreten von Neobiota. Die Traubenkirsche findet man überall auf Rheinflächen in unseren Wäldern. Ihre bitteren Früchte werden von keinen Tieren hier gefressen und sie vermehren sich rasend schnell. Manche Naturschützer und Forstwirte sagen, man muss sie bekämpfen, weil sie einheimische Pflanzen verdrängen
und die besondere Artenvielfalt und Schönheit unserer Landschaften bedrohen. In Australien sind sie da ganz streng. Bei der Einreise musste ich alles aus Naturmaterial angeben, sogar die Haarbürste mit Holzgriff. Wieder andere versuchen, bestimmte gefährdete, seltene und schöne Landschaftsformen zu erhalten, wie zum Beispiel hier in der Delbrücker Heide. Hier war noch vor 30 Jahren militärisches Sperrgebiet. Da sind die Belgier mit Panzern rumgefahren und haben geschossen. Jetzt ist es ein Naturschutzgebiet. Und hier wächst alles wieder zu. Da hat sich eine einzigartige Heidelandschaft gebildet. Und die will man erhalten. Der BUND greift hier ein und macht das, was ursprünglich die großen Weidetiere gemacht haben. Bäume und Büsche werden teilweise entfernt. Invasiv werden sie auch genannt, die neuen Arten. Dieser fremdenfeindliche und militärische Beigeschmack wird manchmal durchaus in Kauf genommen oder sogar beabsichtigt. So, und wo fangen wir an? Was sind überhaupt Neophyten? Gehören die Kartoffeln dazu? Tomaten? Bohnen? Die kommen aus Südamerika. Ab wann gilt eine Pflanze als eine eingewanderte Art? Wo will man die Grenze ziehen? Wie hat denn unser Wald ursprünglich ausgesehen? Waren hier undurchdringliche dunkle Urwälder, wie sie Tacitus beschreibt? Hier haben sie das Land sich selbst überlassen. Den Acker hat man weder eingezäunt noch irgendwas gepflanzt oder gesät. Der Förster, mit dem ich einmal eine Führung gemacht habe, meinte, es würde ihm ja oft in den Fingern jucken, was zu machen, weil auch Interessantes und Schönes wieder verschwindet. Aber das Konzept ist, nicht einzugreifen und zu sehen, was von selber wächst. Das ist jetzt nach 9 Jahren so dicht, dass man nicht reinkommt. Hier entsteht ein neuer Urwald. Bevor wir Menschen auftauchten, war hier alles von Buchen- und Eichenwäldern bedeckt. Aber schon seit der Steinzeit, als wir sesshaft wurden, haben wir den Wald gerodet, genutzt und verändert. Heute haben wir bis auf wenige kleine, verstreute Ausnahmen in Deutschland keinen Urwald mehr. Was im Waldlabor im Experiment künstlich gestaltet wird, geschieht auch in der Natur dauernd. Wald verändert sich. Er passt sich an, auch an wechselnde Klimabedingungen. Und Klimawandel hat es schon öfter gegeben auf der Erde. Vor 250 Millionen Jahren war es auf der Erde 15 Grad wärmer als jetzt. Immer wieder hat es Massensterben gegeben, vor allem bei Erwärmungsperioden. Es hat Klimawechsel gegeben, die zigtausend Jahre gedauert haben, aber es gab auch welche, die in ein paar Tagen stattfanden. Wenn man nicht aussterben will, muss man wandern. In Nord- und in Südamerika konnten die Pflanzen und Tiere parallel zu den in Nord-Süd-Richtung verlaufenden großen Gebirgszügen wandern. Wenn die Veränderung nicht zu plötzlich geschah, hatten die Arten Zeit, sich anzupassen und zu verändern. Deshalb gibt es dort so eine große Artenvielfalt. Wir Menschen haben das zigtausend Jahre lang genauso gemacht. Wir sind mit dem Klima gewandert. Erst sind wir den großen Herden gefolgt. Dann haben wir unsere Tiere dahin getrieben, wo das Futter wuchs. Manche tun es heute noch. Und heute müssen Menschen wieder fliehen vor Stürmen, Überschwemmungen, Dürre und steigendem Meeresspiegel, ausgelöst durch die Klimaveränderungen. Und immer haben Menschen ihr Land, ihr Wasser, ihre Ressourcen verteidigt gegen die, die gewandert sind. In der Burg Königstein im Elbsandsteingebirge gibt es eine bemerkenswerte Dauerausstellung vom Militärhistorischen Museum Dresden über die Geschichte der Festungen und die Geschichte der Kriege. Es ist die Geschichte von Kain und Abel. Abel war schon kein Jäger und Sammler mehr, er war Viehhirte. Er ist als Nomade mit seiner Herde dem wachsenden Gras hinterhergezogen. Auf einmal kam er in einen Zaun. Sein Bruder Kain hatte ein Stück Land besetzt und sagte, das ist meins. Abel sah das nicht ein, das Land gehört niemandem und allen, und zog mit seiner Herde über den Acker vom Kain. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Dass der Gott in der Bibel das Opfer von Abel, dem Viehhirten, annimmt und das von Kain, dem Grundbesitzer, nicht, könnte ein Hinweis auf die Weisheit des Gottes sein. Denn mit Besitz fangen alle Kriege an. Ebenso Gewalt, Sklaverei und Unterdrückung. Grenzen sind tödlich, heute noch. Nun, ich habe auch einen Zaun um meinen Vorgarten, wegen der Hunde und damit die Kinder nicht einfach auf die Straße rennen können. Und ich schließe auch meine Haustür ab. Unsere Privatsphäre ist uns so wichtig. Wissen wir noch, dass das Wort privat geraubt bedeutet? So, jetzt sind wir aber weit abgekommen vom Thema. Zurück zum Wald und zum Klimawandel. Also, wenn wir nicht auf den nächsten Supervulkanausbruch oder Meteoriteneinschlag warten wollen, der uns eine schöne kühle Eiszeit bringt, und wenn wir als Menschen nicht mit dem nächsten Massensterben von der Erde verschwinden wollen, und wenn wir neben der Musik der Delfine und dem Ballett der Kraken eine Rolle spielen wollen in der Evolution, wenn die Menschen aus der Sahelzone nicht verdursten und die von den Südseeinseln nicht ertrinken sollen,
Und wenn wir nicht nach Norwegen und Island auswandern wollen, weil es uns hier zu heiß geworden ist und hier nichts mehr wächst, dann müssen wir den Klimawandel aufhalten. Und dafür brauchen wir die Wälder. Sie kühlen, speichern Wasser und speichern CO2. In einem alten Laubwald kann es bis zu 15 Grad kühler werden als zwischen Häusern in der Stadt. Die Wurzeln der Bäume halten den Boden fest und damit Wasser. Ein Kubikmeter Waldboden kann bis zu 20 Liter Wasser speichern. Wenn jetzt aber ein tonnenschwerer Harvester darüber fährt, wird der Boden dermaßen zusammengepresst und verdichtet, dass das Wasser nicht mehr einsickert und die Bäume daneben verdursten. Derselbe Kubikmeter Waldboden speichert vielleicht noch einen Liter Wasser. Die Bodenlebewesen sterben, so ein verdichteter Boden ist tot. Man hat verdichteten Boden von Römerstraßen gefunden, 2000 Jahre alt. Man hat ausgerechnet, dass die Waldarbeit mit Rückepferden sich rentiert, auf lange Sicht. Waldumbau heißt nicht nur, andere Arten anzupflanzen, es heißt vor allem, Forst- und Horstwirtschaft umzubauen. Dieses Stück Wald wird nicht geräumt. Bis auf vorgeschriebene Borkenkäferaktionen wird hier nichts gemacht. Hier werden sich Bäume und Sträucher von selbst ansäen. Zuerst kommen die Birken und Holunder, schnell wachsende Pionierbäume, die reichlich Nährstoffe und einen beschatteten, feuchten Boden finden. Zwischen den Stangen sind sie auch vor Wildverbiss geschützt. Sie werden nicht alt und machen Platz für Eichen, Buchen und andere Laubbäume, die mit unserem Klima gut klarkommen, auch mit höheren Temperaturen und Trockenheit. Was sich selbst ansät, wird meistens auch groß. Der Wald stabilisiert sich selbst. Das Beste daran, es ist alles umsonst. Keiner muss aufräumen, man spart Maschineneinsatz und Menschenkraft und Geld für Setzlinge. Das Bewusstsein für die Probleme ist nach dem Waldsterben in den 60ern gewachsen. Trotzdem, zusammenfassend muss man sagen, der Waldumbau ist keiner. Er findet nicht statt, nach wie vor. Einige Yacht- und Holzlobbyisten schaffen es immer noch, ihr privates Hobby und ihre Profitinteressen gegen das Wohl der Allgemeinheit durchzusetzen. Und die Politik lässt es zu. Die Forstbehörden, die größten Holzproduzenten, kontrollieren sich selbst. In einem Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1990 heißt es: Die Bewirtschaftung des Körperschafts- und Staatswaldes, der 58% der Waldfläche in der Bundesrepublik Deutschland ausmacht, dient der Umwelt- und Erholungsfunktion des Waldes, nicht der Sicherung von Absatz und Verwertung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. Können wir Herrn Bolsonaro guten Gewissens sagen, er soll die Regenwälder stehen lassen, wenn wir es gerade mal schaffen, 0,8% unserer Landfläche als naturbelassenen Wald in Ruhe zu lassen? Brasilien ist zu 60% von naturbelassenem Regenwald bedeckt. Wo bleibt unsere internationale Glaubwürdigkeit? Aber es gibt Hoffnung. Es gibt tatsächlich offizielle Institutionen, die verstanden haben, dass es so nicht weitergehen kann mit unseren Wäldern. Zum Beispiel die HNE. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde ist aus einer der ältesten Hochschulen für Forstwirtschaft entstanden. Heute ist sie ganz konsequent auf nachhaltige Entwicklung, Umwelt- und Naturschutz ausgerichtet. Also gibt ja doch ein paar ganz gute Nachrichten. So, jetzt fragt man sich, was können wir tun? Was kann jeder und jede von uns tun, jeden Tag? Es gibt eine ganze Menge, was man tun kann. Also an erster Stelle steht weniger Fleisch essen oder am besten gar keins. Auf jeden Fall keine Steaks aus Brasilien, wo Regenwälder dafür abgeholzt werden. Denn für die Produktion von Fleisch braucht man 42 Mal so viel Fläche, wie man braucht, um Menschen mit Obst und Gemüse zu ernähren. Wir können auch weniger Holz verbrauchen. Zum Beispiel für Papier, Verpackung, Küchenpapier, Hygienesachen. Wir können Recyclingpapier benutzen, statt schwedische Urwälder dafür abzuholzen und zu zerhäckseln. Wir können auch, statt für Autobahnen Bäume abzuholzen, können wir sie alt werden lassen. Und wir können auch mal einen Spaziergang zum Dannenröder Forst machen. Und wir können die Politiker daran erinnern, dass der Wald in erster Linie dem Gemeinwohl zu dienen hat und nicht privaten Interessen und Hobbys. Und wir können uns dafür einsetzen und Einfluss nehmen, dass das Urteil vom Verfassungsgericht durchgesetzt wird, dass der Wald in erster Linie der Erholung zu dienen hat und dem Klimaschutz und dem Naturerhalt. Die Natur stellt immer ein Gleichgewicht her. Wir können dafür sorgen, dass sie das so macht, dass wir eine Chance haben. Masern stammt von der Kuh, die Grippe vom Zusammenleben von Menschen, Schweinen und Enten. Corona und Ebola wurden von Wildtieren übertragen, die aus ihren Urwäldern vertrieben wurden. Es gibt noch viele unbekannte, vielleicht noch schlimmere Infektionskrankheiten in den unberührten Wäldern der Erde. Internationale Agrarkonzerne und Bodenspekulanten und industrielle Landwirtschaft bedrängen die Wildnis immer mehr. Wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern, könnten wir sie in Ruhe lassen.
So sieht ein alter Buchenwald aus, wenn man nichts macht. Dies ist nur ein kleines Stück in der Eifel. Peter Wohlleben hat dafür gesorgt, dass der Buchenwald sich natürlich entwickeln kann. Dieser Wald ist gesund. Man sieht es daran, dass die Kronen geschlossen und rund sind. Im Sommer lassen sie kaum Licht durch. Der Wald beschattet sich selbst. Das ist so wertvoll. Totholz bleibt stehen und liegen. Tiere ziehen ein. Pilze, Moos, Pflanzen. Das Leben zieht wieder ein. Wenn wir wollen, können wir in 100 Jahren im alten Buchenwald spazieren gehen.